Beginnen wir heute mit einem neuen Fireside-Chat-Teilnehmer, Giuseppe aus Argentinien. Wie können wir positiv und liebevoll in der aktuellen Krisensituation bleiben? Damit meine ich, ich versuche optimistisch und wahrhaftig zu bleiben. Ich treffe alle gesundheitlichen Vorkehrungen und akzeptiere, was auch immer kommen mag, als Lernerfahrung. Dabei frage ich mich, was ist meine Rolle in dieser Krise? Meine Antwort darauf ist Hoffnung. Hoffnung, dass es den Menschen wieder besser geht. Hoffnung darauf, bald in einer neuen, liebevolleren Welt zu leben. Ich möchte dabei einen positiven Beitrag durch liebevolle Intentionen leisten. Aber das Problem ist, dass ich permanent Menschen in meinem Umfeld habe, die nur über die neuesten Nachrichten sprechen, über das Ende der Welt, die Krise, Angst und Beklemmung. Ich versuche mutig zu sein, empathisch zuzuhören und mitfühlend zu sein, aber ich werde einfach von ihren Gefühlen negativ beeinflusst und gerate dadurch aus meinem emotionalen Gleichgewicht. Wie können wir mehr spirituelle Widerstandsfähigkeit gegen diese Negativität entwickeln und gleichzeitig den anderen Menschen empathisch begegnen? Okay, im Grunde dreht sich diese Frage um spirituelle Widerstandsfähigkeit. Wie kann man verhindern, sich von der Angst, der Unzufriedenheit, der Unruhe und der Ungewissheit der anderen anstecken und runterziehen zu lassen? Diese ganzen Aspekte spielen eine zentrale Rolle in unserer kognitiven Wahrnehmung der Welt. Für diese Widerstandsfähigkeit muss man die richtige Perspektive einnehmen. Die Perspektive spielt dabei eine Schlüsselrolle. Man muss andere Menschen so akzeptieren, wie sie sind oder wer sie sind. Wenn die anderen sich aufregen und vom Ende der Welt sprechen, dann kann man diesen Menschen mit Empathie begegnen, ohne sich dabei von ihren Ideen, Konzepten und Ängsten anstecken zu lassen. Man kann ihnen zuhören, aber man hört dabei auf distanzierte Weise zu. Distanziert zuzuhören bedeutet nicht, dass einem diese Menschen egal sind. Distanziert zu sein bedeutet nur, dass man das eigene Ego dabei vom Ego der anderen isoliert hält. Um die eigenen Ängste loszulassen und um sich nicht länger an diesem unglücklichen, ungewissen und beängstigenden Ort zu befinden, muss man das eigene Ego von der Situation lösen. Wenn sie aber doch durch Freunde oder Familie wieder in diese Negativität reingezogen werden, dann haben sie diese Aspekte noch nicht wirklich losgelassen und die Anhaftungen bestehen immer noch. Arbeiten Sie in diesem Fall an sich selbst. Lassen Sie die anderen so sein, wie sie sind. Begegnen Sie den anderen mit Mitgefühl, denn die anderen sind unglücklich, haben Angst oder sind sehr aufgeregt. Vielleicht können Sie ihnen Dinge sagen, um sie zu beruhigen. Aber allein, wenn die anderen sie sehen und feststellen, dass sie gar nicht aufgeregt sind, hilft dies den anderen dabei, sich selber nicht so aufzuregen. Wenn alle um sie herum aufgeregt sind, ist es etwas schwieriger, sich von der Aufregung der anderen nicht anstecken zu lassen. Aber wenn die Leute um sie herum nicht aufgeregt sind, dann fällt es einem selbst leichter, auch einen Teil der eigenen Aufregung loszulassen. Um der Mehrheit am besten zu helfen, muss man die Anhaftungen des eigenen Egos von der Situation lösen. Dadurch wird man angstfrei. Man begegnet den anderen mit Mitgefühl, aber man baut keine Anhaftungen zu ihnen auf. Lassen Sie die anderen so sein, wie sie sind. Der einzige Weg, wie die anderen sie runterziehen können, ist, wenn noch eine Anhaftung zwischen ihrem und deren Ego besteht. Diese Anhaftung müssen Sie loslassen. Lassen Sie die anderen so sein, wie sie sind. Bleiben Sie ruhig, umarmen Sie sie oder tun Sie was auch immer, damit die anderen sich besser fühlen. Dann lassen Sie das alles los. Wenn die anderen sich danach doch lieber weiterhin aufregen, dann müssen Sie das akzeptieren. Das ist der von Ihnen gewählte Weg. Man kann dies dann nicht ändern. Man muss die anderen so sein lassen, wie sie eben sind und braucht nicht versuchen, sie zu ändern. Teilen Sie einfach nur Ihre eigene Positivität und Freude mit den anderen, ohne zu versuchen, sie dadurch zu verändern.
Man kann versuchen, mit den anderen zu reden und ihnen zu sagen, wenn man die gegenwärtige Situation nicht ändern kann, dann bringt es auch nichts, sich darüber aufzuregen oder sich Sorgen zu machen. Dadurch wird man nur unglücklich. Sie können mit den anderen reden, aber nicht auf herablassende Weise. Wenn die anderen aus dem Gespräch nur mitnehmen, dass sie jetzt nur noch ein zusätzliches Problem haben, nämlich dass sie zu viel Angst haben und damit nicht umgehen können, dann ist das nicht gut. Sie sind noch nicht weit genug, um mit diesen Ängsten sinnvoll umgehen zu können. Wir wollen also nicht, dass sie sich danach noch schlechter fühlen, aber wir wollen ihnen auf jede erdenkliche Weise helfen. Mit diesem Ansatz wird das eigene Gefühlsleben etwas robuster, die Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind. Andere Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind. Begegnen Sie den anderen mit Mitgefühl, aber lassen Sie sich nicht in deren Elend reinziehen. Man muss die anderen nicht ändern, das ist etwas, womit Sie selber umgehen lernen müssen. Sehen Sie das Positive in dem Ganzen. Sehen Sie die Möglichkeit, dass viele Menschen an diese Herausforderung wachsen werden. Das Durchleben schwieriger Zeiten bedeutet auch Wachstumspotenzial und die Chance, am Ende besser dazustehen als vorher. Sehen Sie es nicht als etwas Furchtbares, das ausgehalten werden muss, sondern lieber als etwas Furchtbares, von dem wir viel lernen können. Darüber können wir unsere Perspektive erweitern und größere Zusammenhänge verstehen. Wenn Sie in einem kleinen, limitierten Weltbild festhängen, werden Sie unglücklich und ängstlich sein. Wenn sich das nicht ändert, übt dies viel Druck auf Menschen aus, sich weiterzuentwickeln und Dinge loszulassen und sich mit ihnen anzufreunden. Sowas zu akzeptieren kann Monate dauern, aber immer mehr Menschen gehen den Schritt vom limitierten Weltbild zur umfassenderen Perspektive und freunden sich damit an. Wenn Sie den Prozess durchlaufen haben, werden Sie dauerhaft in dieser umfassenderen Perspektive verbleiben. Das ist auch eine Möglichkeit für Menschen, sich weiterzuentwickeln. Jede dunkle Wolke hat auch eine gute Seite. Wenn man auf die positiven Aspekte des Ganzen fokussiert, kann man deutlich besser mit den negativen Aspekten umgehen. Wie geht man mit Frustration um? Sie lassen das einfach zu. Man kann Dinge nicht immer weiter forcieren, wenn sie nicht funktionieren. Frustration bedeutet, Sie wollen, dass etwas so und so ist, aber das ist es eben einfach nicht. Das ist Frustration, das ist Ihr Bedürfnis, das ist Ihr Ego, das es auf eine bestimmte Weise haben will. Es muss für mich so sein, aber es ist nicht so. Deshalb versuche ich es so zu manipulieren, wie ich es gerne hätte. Wenn Sie dabei scheitern und es nicht funktioniert, weil die anderen sich nicht ändern, naja, das sind eben nicht Ihre Sklaven. Sie können nicht mit Ihrem Zauberstab herumwedeln, um andere zu verändern. Sie müssen die anderen so sein lassen, wie sie sind. Der beste Umgang mit Frustration ist, keine Erwartungen an andere zu stellen, wie sie sein sollten. Lassen Sie die anderen ihre Probleme selbst und auf ihre eigene Weise durcharbeiten. Diese Aussage gilt offensichtlich nicht für kleine Kinder. Kinder, speziell wenn sie jung sind, lässt man nicht einfach alles machen. Man muss auch mal ihren freien Willen überstimmen, nach dem Motto: Du kannst nicht einfach aus dem Garten heraus auf die Straße laufen. Wenn du das nochmal machst, dann mache ich ein Schloss ans Gartentor. Aber abgesehen von kleinen Kindern muss man Leute einfach ihren eigenen Weg gehen lassen. Wenn es nicht so läuft, wie sie das gerne hätten, dann ist das eben so. Lassen Sie das einfach los. Wenn Sie diesen Leuten nicht helfen können, müssen Sie sie ihren eigenen Weg gehen lassen. Lassen Sie die anderen in der jeweiligen Lebenssituation das lernen, was sie lernen müssen. Wenn sie einfach nichts lernen, immer wieder scheitern und ihr eigenes Elend herbeiführen, dann können sie nichts machen. Halten Sie ihnen die Hand, seien Sie mit den anderen in der Situation, aber sie können das nicht ändern. Die anderen müssen das selber lernen. Das ist der traurige Aspekt von Liebe. Liebe kann auch traurig sein und bedeutet nicht immer Freude. Manchmal handeln Menschen, die wir lieben, selbstzerstörerisch. Sie schaden sich selbst immer aufs Neue und sind deshalb unglücklich. Wir können da nichts machen und müssen zusehen, wie diese Menschen ihr eigenes Elend herbeiführen. Es ist traurig, dass wir dies tun müssen. Es ist traurig, dass die anderen sich so schwer tun, aus ihren Fehlern zu lernen. Aber nochmal, es bringt nichts, das direkt auszusprechen. Du musst dies und dies tun, damit es dir besser geht.
Das hilft nicht. Man muss dabei behutsamer und indirekter vorgehen und einfach selber ein positives Beispiel sein. Frustration wird sich in Luft auflösen, sobald man keine Ansprüche mehr an die Welt stellt, wie sie sein sollte. Ich habe eine Frage zu Covid-19 und wie darüber in den Massenmedien berichtet wird. Ich lese meine Frage dazu einfach mal vor. Mir ist aufgefallen, dass sich viele Menschen Sorgen machen. Speziell junge Menschen werden schon fast zu Hypochondern und glauben, erkrankt zu sein. Man könnte annehmen, dass diese Sorgen durch die ganzen Nachrichten aus den Medien ausgelöst und dann noch weiter verstärkt werden. In so einer Situation ist einerseits Information wichtig, denn wenn eine Bedrohung existiert, will man ja darüber informiert sein. Es ist nicht falsch, sich darüber zu informieren, was man tun sollte und was nicht. Andererseits können diese Informationen auch Beunruhigung auslösen. Haben Sie ein paar Tipps für uns, wie man verhindert, dabei in einen Teufelskreis aus Angst abzurutschen oder wie man da wieder rauskommt, wenn man schon drin ist? Das ist eins dieser Dinge, die total einfach und leicht sind, wenn man einen gewissen Entwicklungsstand erreicht hat und deshalb keine Ängste mehr hat. Wenn man aber nicht so weit entwickelt ist und einem die Ängste bis zum Hals stehen, dann ist es sehr schwer, sich nicht von diesen Ängsten überwältigen zu lassen. Es ist sehr leicht, da reingezogen zu werden. Leider ist das eine der Lektionen, die wir hier lernen müssen, auf dem Weg von Selbstzentriertheit zur Fokussierung auf andere. Die Massenmedien, die solche Nachrichten erschaffen, scheinen nur über ein einziges Kriterium für die Publikation zu verfügen. Hauptsache, es erregt Aufsehen und zieht unsere Aufmerksamkeit auf sich. Die Nachrichten müssen Emotionen oder Gefühle hervorrufen. Völlig egal, ob die Nachrichten Freude oder Entsetzen oder Wut auslösen, es geht nur darum, die Zuschauer zu packen und an der Nase herumzuführen. Das verkauft sich gut. Die Medien drucken also Dinge, die nicht nur unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sondern die uns auch emotional verstricken. Es geht darum, die Menschen an ihren Emotionen zu packen. Die Medien sind sensationsgeil. Sie bringen Themen und reiten auf ihnen herum, völlig egal, ob sie dadurch Menschen schaden oder nicht. Nachrichten, das wären Themen, über die man Bescheid wissen sollte. Aber die Sensationslust hat es auf unsere Emotionen und Gefühle abgesehen. Das sind eigentlich keine Nachrichten, das ist eher Unterhaltung. Unterhaltung auf eine in Schwarz und Weiß eingeteilte Weise. Im Wesentlichen geht es dabei um die dunklen Aspekte der Unterhaltung. Denn die Themen, von denen sich viele Menschen emotional einfangen lassen, das sind die furchtbaren Nachrichten. Wenn die Nachricht wäre, da haben sich einige Leute getroffen und sie hatten eine super Zeit und sie hatten sich alle lieb, naja, damit lockt man niemand hinterm Ofen vor, damit lässt sich niemand emotional einfangen. Es ist nicht so, dass jemand auf solch eine Nachricht hin plötzlich von großer Freude erfüllt ist. Aber wenn die Nachricht lautet, einige Leute haben sich getroffen und einen riesen Streit angezettelt und dann haben sie sich alle umgebracht. Oder sie haben sich alle vergiftet oder sie sind um die Häuser gezogen und haben kleine Kinder aufgegessen. Dann hat man die gewünschte Aufmerksamkeit. Umso extremer solche Sensationsnachrichten sind, umso besser lassen sie sich publizieren. Umso mehr die Nachricht Menschen emotional einfangen kann, umso besser publizierbar ist sie. Es gibt heute keine wirklichen Nachrichten mehr. Wir haben eigentlich nur noch Unterhaltung. Wenn man das emotionale Einfangen als Unterhaltung klassifiziert, also das Aufsichtziehen von Aufmerksamkeit, dann ist dies, was wir heute haben. Echte Nachrichten sind dabei in den Medien nahezu irrelevant geworden. Relevant ist, was sich verkauft. Geld ist relevant. Und was Gewinne erzeugt und Geld reinbringt, das sind eben Sachen, die Menschen emotional einfangen. Ein 16-jähriges Mädchen, das von einem Strand auf den Bermuda-Inseln spurlos verschwindet, wird für 3 Wochen zur primären Schlagzeile in allen Medien. Wieso?
Warum sollten wir auf so einer Nachricht so lange rumreiten? 10 Meldungen dazu täglich und alles andere, was in der Welt geschieht, ist plötzlich völlig egal. Weil sowas die Menschen emotional einfängt. Mit Nachrichten hat das nichts zu tun. Das ist das Problem. Die Medienhäuser wollen einfach nur Geld verdienen. Sie haben kein Interesse daran, nützliche Informationen zu vermitteln. Sie haben auch kein Interesse daran, sie über das Weltgeschehen zu informieren. Sie haben kein Interesse daran, in irgendeiner Weise hilfreich oder nützlich zu sein. Es geht ihnen primär darum, so viel Geld wie irgend möglich zu verdienen. Natürlich gibt es Ausnahmen. Hier und da findet man mal einen investigativen Reporter oder auch mal eine Sendung, die versucht, zu einem besseren Verständnis beizutragen. Ich habe das gerade stark verallgemeinert und mir ist klar, dass nicht alle in diese eine Kategorie fallen, aber generell gilt eben doch, dass die Massenmedien uns unterhalten und nicht informieren wollen. Es geht den Massenmedien nicht darum, zu einem besseren Verständnis beizutragen. Nochmal, mit Unterhaltung meine ich hier, dass es darum geht, die Menschen über ihre Emotionen zu packen. Nur so fühlen wir uns gut unterhalten. Einem Baum beim Wachsen zuzugucken, das ist keine Unterhaltung. Aber zweistämmigen Holzfällern dabei zuzugucken, wer von beiden schneller einen Baum fällen kann, das ist super unterhaltsam für uns. Denn da gibt es dann einen Verlierer und einen Gewinner. Das packt uns bei den Emotionen. Wir fühlen uns emotional involviert. Das ist das Problem. Unsere Massenmedien sind voll von diesem Zeugs. Es ist nicht nur nicht nützlich, es schadet uns. Es schadet Menschen. Es führt zu Stress, Ängsten und Depressionen. Es führt auch zu Verschwörungstheorien und allen möglichen anderen dysfunktionalen Dingen. Aber es ist profitabel und deshalb kriegen wir das vorgesetzt. Was ist Profit? Profit bedeutet Geld. Was ist Geld? Geld bedeutet Macht. Geld ist die Metapher für Macht. Deshalb wollen alle mehr Geld. Man hat dadurch Macht. Macht, um an einem schönen Ort zu wohnen oder eben nicht. Man kann sich gute Dinge zum Essen leisten oder eben nicht. Man kann seine Kinder auf eine gute Schule schicken oder eben nicht. Es geht um Macht, darum, wie man Dinge in der Welt bewegen kann. Das funktioniert über Geld. So sehen wir die Dinge. Solange wir alle nach Macht streben, werden wir auch alle nach Geld streben. Was ist Macht? Macht bedeutet Selbstzentriertheit. Bei Macht geht es um mich, was ich will und welche Bedürfnisse ich habe. Selbst wenn ich Geld nur haben möchte, um meine Familie zu unterstützen. Auch da geht es trotzdem noch um Macht und dass man selber bestimmen möchte. Auch wenn es um Hilfe für die Familie geht, geht es trotzdem um Macht. Wir sind sehr selbstzentrierte Menschen und selbstzentrierte Menschen geben anderen keine für sie nützlichen Informationen, sondern lieber Unterhaltung, weil sich damit Geld verdienen lässt. Und wieso geben sie uns Unterhaltung? Naja, weil wir das alle so wollen. Wir wollen unterhalten werden. Es ist ja nicht so, dass wir verzweifelt gute Informationen wollen und die uns nur mit Unterhaltung zumüllen. Wir wollen ja selber diese Unterhaltung. Sendungen, die wirklich nützliche Informationen bereitstellen, werden nur von wenigen angesehen. Wahrheit ist nicht so wichtig. Der Schein ist in unserer Welt viel wichtiger als die Wahrheit. Menschen zu unterhalten ist finanziell viel attraktiver und sorgt für mehr Aufsehen als reine Information. Reine Information ist nicht unterhaltsam. Es ist inzwischen ja so schlimm geworden, dass man Informationen gar nicht mehr vermitteln kann, wenn man sie nicht unterhaltsam verpackt, sonst schaut sich das niemand an. Selbst wenn man ein sehr ernstes Thema besprechen möchte, man muss dafür animierte Strichmännchen durchs Bild laufen lassen, die lustige Sachen machen, während man dabei diese wirklich wichtigen Informationen vermittelt. Niemand würde sich das sonst anschauen, weil sie sich nicht gut unterhalten fühlen.